Lass uns doch, Christoph, nach der, ja, ich sag mal, kleinen Exkursion durch die Welt der Militärblogger auch noch mal auf einen Mann schauen, nämlich auf Wagner-Söldnerchef Prigozhin. Der ist ja eigentlich auch immer ein ganz guter Indikator für die militärische Situation. Wie sieht er das denn mit der ukrainischen Offensive? Da gebe ich dir vollkommen recht. Jewgeni Prigozhin ist im Dauerclinch mit der Militärführung, also mit den regulären russischen Militärs. Und er lässt keine Chance aus, die Militärs zu kritisieren. Aber jetzt im Augenblick ist Jewgeni Prigozhin relativ zurückhaltend. Er bestätigt, dass die russischen Soldaten, wie das auch die Militärblogger sagen, mit Bravour verteidigen, sich in ihren Stellungen festbeißen, den Gegner zurückschlagen und nicht zurückweichen. Auch das sagt Jewgeni Prigozhin, der Chef der Wagner-Söldner. Aber er lässt eben auch keine Chance aus für einen Seitenhieb auf die Militärführung und sagt, die Soldaten würden ganze Arbeit leisten, ungeachtet der Tatsache, dass es eben in der Führung eigentlich gar keine Führung gibt, sondern dass Chaos herrsche. Und allein die Tatsache, dass die Front nicht zusammenbricht, sei nur den Soldaten zu verdanken, die eben hier couragiert und mutig den Ukrainern Paroli bieten. So Jewgeni Prigozhin. Und noch ganz kurz zur Einschätzung. Prigozhin ist ein Mann, der natürlich auch genau weiß, wo der Wind herweht und nicht einfach in Eigenregie kritisiert. Das wird ihm, wie ich denke, von oben, von ganz oben genehmigt. Und das Ziel von Wladimir Putin ist eben auch, dass die Militärs spüren, dass sie sich bewegen müssen, dass sie nicht unantastbar sind. Und Prigozhin ist in meinen Augen so etwas wie ein Einpeitscher. Interessante Gemengelage und vielen Dank, Christoph, auch für deine Einschätzung. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.